Ja, und ich freue mich sehr, Frau Professorin Hölzner, Sie haben zu mir gesagt, Sie würden gerne als Einstieg einen kleinen Impuls geben für unsere Diskussionsrunde. Deswegen Bühne frei, wir freuen uns mehr zum Thema Ausgründen und der Situation auch an Universitäten zu erfahren. Ja, ganz herzlichen Dank. Tatsächlich vielen Dank auch für die Gelegenheit, für die Einladung, unsere Panel-Diskussion mit einem kurzen Impuls zu starten. Das Thema des Panels ist es, in die Zukunft zu investieren. Das heißt, es soll um Ausgründung aus der Wissenschaft gehen, um Innovationskraft und um technologische Souveränität für Deutschland. Und ein Begriff, der ist da nicht besonders weit, nämlich der Begriff des Deep Techs. Das ist ja quasi die Definition von Deep Tech, disruptive Technologien, die in der Spitzenforschung entstehen. Und tatsächlich, dazu gehören all die großen Schlagworte, Quantencomputing, Robotics, New Space und natürlich und auch ganz aktuell das Thema künstliche Intelligenz. Und die europäische Deep Tech-Szene ist in den letzten Jahren stark gewachsen und außerdem erweist sie sich auch vor dem Hintergrund der jüngsten Herausforderungen, Marktturbulenzen, als besonders widerstandsfähig und resilient. 2022 sind 17,7 Milliarden US-Dollar in europäische Deep-Tech-Startups investiert worden. Vergleicht man das mit dem Wert aus 2020, dann ist das ein Plus von 64%, also eine tolle Entwicklung, ein Riesenfortschritt. Und vor dem Hintergrund dieser Zahlen, da neigen wir dazu, uns gerne so ein bisschen auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, alles super bei uns. Tatsächlich ist es auch so, es stimmt. Deutschland hat eigentlich alle Voraussetzungen dafür, ein Deep Tech Champion sein zu können. Was wir haben, sind hervorragend ausgebildete Fachkräfte. 35% der Studierenden in Deutschland sind in den MINT-Studiengängen. Das ist zwar immer noch viel zu wenig, aber es ist trotzdem doppelt so viel wie in den USA. Da sind das ungefähr 18%. Wir haben außerdem sehr forschungsstarke Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Man muss sich das mal vor Augen führen, 43% der international am häufigsten zitierten Forschungspublikationen stammen aus Europa, 43%. Also auch da sind wir super gut aufgestellt und last but not least, gerade Deutschland hat für die frühen Phasen eine hervorragende öffentliche Förderlandschaft. Also da ist ganz besonders natürlich Exist hier an der Stelle zu nennen. Und dann entstehen in solchen Umfeldern Startups wie beispielsweise Celonis, erstes großes oder erstes eigentlich deutsches Dekakorn, ein toller Erfolg, eine Ausgründung aus der TU München und auch ein Exist gefördertes Startup. Zu den Kunden von Celonis zählen große DAX-Konzerne, dazu zählen Fortune 500 Companies, aber dieser Erfolg von Celonis ist eben nur eine Seite der Medaille. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass in der letzten Finanzierungsrunde von Celonis, und die hat stattgefunden im Herbst 2022, weder ein deutscher noch ein europäischer Fonds mit beteiligt gewesen ist, mit investiert hat. Und das ist deswegen besonders schade, weil für Deep Tech der gute alte Spruch gilt, hinten ist die Ente fett. Das heißt, am Anfang sind das Startups, die sind mit einem sehr hohen Markt- und auch Technologierisiko verbunden. Ich arbeite lange schon mit diesen Startups zusammen. Ich weiß, dass die in den frühen Phasen manchmal noch gar nicht so genau wissen, was konkret das Produkt hinter der Technologie ist, die sie dort entwickeln. Das bedeutet, dass die Entwicklungszeit für diese Gründungen Startups ist länger. Wir brauchen mehr Kapital, um in sie zu investieren. Gleichzeitig heißt das aber auch, dass gerade deswegen, weil meistens Technologie entsteht, die in mehreren Märkten angewandt werden kann und weil es versunkene Kosten gibt, gibt es, wenn sie sich einmal durchgesetzt haben, sehr hohe Wettbewerbsvorteile für Deep Tech Startups. Und genau in dem Moment geht uns dann die Firepower aus. Und das ist unheimlich schade. Ich habe gesagt, 17,7 Milliarden, das ist der Wert für Deep Tech Investitionen in deutsche Startups in 2022 gewesen, klingt viel, vor allen Dingen vor dem Hintergrund des Anstiegs zu 2020, ist aber nur ein Zehntel von dem, was in der gleichen Zeit in den USA in Deep Tech Startups investiert wurde. Das heißt, da auf jeden Fall haben wir noch Verbesserungsbedarf. Wir haben aber ehrlicherweise eben nicht nur in der Wachstumsfinanzierungsphase, sondern auch vorne in der Unterstützung der Hochschulen noch einiges zu tun. Die Prozesse, die Begleitungen, die dauern oft viel zu lange. Gerne bis zu einem Jahr, das hat was damit zu tun, dass es da keine etablierten, immer noch nicht, muss man sagen, etablierte Prozesse gibt. Außerdem ne, ist Deep Tech auch in der Beratung wirklich a very different animal. Das bedeutet,
Um Deep Tech Startups als Gründungsberater einer Hochschule gut zu unterstützen, braucht man Spezialisten. Man braucht Spezialisten, die sich nicht nur mit der Technologie hervorragend auskennen, sondern die auch im Markt super gut vernetzt sind. Und abgesehen von wenigen großen Hotspots ist es kaum für eine Hochschule oder für eine Forschungseinrichtung möglich, Spezialisten in all diesen Verticals dann aufrechtzuerhalten. Das heißt, da gibt es noch super viel zu tun, super viel Verbesserungsbedarf. Ich glaube, dass wir vor allen Dingen die Hochschulen stärker zusammenschließen müssen, dass wir mehr zentrale Angebote brauchen. Und genau, freue mich darüber, jetzt mit der Runde zu diskutieren. Herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Ein kleiner Applaus vielleicht für Frau Hölzner, die uns einen kleinen Impuls geliefert hat. Ja, liebes Publikum, ich weiß nicht, wie sehr Sie im Thema Quantencomputing drin sind. Quantencomputer auf Basis von Ionen fallen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das erklären kann. Ich weiß aber, der ein oder andere hier aus dem Panel kann das bestimmt. Herr Leiste, ich blicke mal in Ihre Richtung. Sie sind von Elektron und bei Elektron handelt es sich um ein Spin-off aus einer Forschungsgruppe der Universität Siegen. Ich weiß, dass Sie kein Forscher sind. Sie brauchen uns jetzt nicht die Ionen fallen und alles im Detail erklären. Aber vielleicht haben Sie so ein bisschen was zur Geschichte von Elektron, auch auf Basis unserer Diskussion zum Thema technologische Souveränität. Ja, kann ich gerne machen. Und ich fange beim Lehrstuhl an. Also wir sind eine Ausgründung vom Lehrstuhl für Quantenoptik aus Siegen. In Siegen steht Tatsache seit 2012 der erste deutsche Quantencomputer. Unfassbar, dachte ich, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Und am Lehrstuhl sind eben zig Doktorarbeiten, Forschungsjahre zu dem Thema Quantencomputing draufgegangen. Und irgendwann kam bei Christoph Wunderlich, Michael Johanning, das sind die beiden Köpfe von dem Lehrstuhl, so der Gedanke, Mensch, gründen. Ja, irgendwo so 2017, 2018 erzählen die beiden. Und es war so die Suche nach dem richtigen Zeitpunkt und auch nach der eigenen Courage. Und 2020 war es dann soweit. Im Mai 2020 ist Elektron gegründet. Mit einem sehr gut strukturierten Konzept. 5, 6 Förderprojekte, die sehr gut zusammenpassen sollten und mit denen man eben dann als Elektron starten wollte. Das Thema Eigenanteil kam dann mit dazu. Und das war dann schon wirklich ein kritisches Thema. Ja, um Eigenanteile für die Förderprojekte zu suchen und Investoren anzusprechen, bedarf es eben mehr als nur wissenschaftliche Exzellenz und Nummer eins zu sein, sondern, naja, ich würde sagen, einfach verständlichen und auch in sich geschlossenen Story. So, Mai 2020 war ich noch nicht mit dabei, ich bin Ende des Jahres mit dazugekommen, eben um genau diesen Knoten zu lösen. Eine Story mit hinter den Namen Elektron zu bringen und dann Investoren anzusprechen, den Eigenanteil zu finden und die Förderprojekte dann zu starten. Das haben wir auch getan. Wir arbeiten in unterschiedlichen Förderprojekten, haben mittlerweile auch 2 Maschinen verkauft, sind jetzt so an der dritten Maschine dran, haben in Siegen ein Team von 27, vornehmlich Physikern, ein paar Ingenieure und ein paar, die so das BWL-Backbone bilden und Ziel ist eben, das jetzt weiter auszubauen und mit dieser einzigartigen Idee, die Christoph Wunderlich auf die Beine gestellt hat, nämlich in, jetzt erkläre ich es doch einmal, ja, in einem elektromagnetischen Feld einzelne Atome zu fangen, die schweben dann quasi in diesem Feld und man kann die beobachten mit Kameras. Bei uns sieht es so aus, dass wir diese einzelnen Atome mit Lasern kühlen. Das tun einige andere auch. Das ist noch nicht so das Bravour, die Exzellenzlösung. Aber das, was wir machen, ist, wir programmieren dann die Algorithmen mit Mikrowellen auf diese Qubits. Und das ist so das Herausragende an unserer Technologie. Und damit starten wir gerade durch. Großartig. Sie haben gerade eben erwähnt, Sie sind auf die Suche nach Investoren gegangen. Sie haben sie auch gefunden. Einer davon steht direkt neben Ihnen rechts. Herr de Bourremont. Ja, nee, rechts. Von Ihrer Seite aus rechts. Ach so, er sucht noch weitere. Okay, und Düsseldorf ist nicht so weit weg von Siegen. Ne? Insofern, nein, Herr de Bourremont, jetzt kommen Sie zum Zuge. Sie sind Investor und jetzt würde mich wahnsinnig interessieren,
warum sie in Elektron investieren, vielleicht auch wie er sie überzeugt hat und warum in Quantencomputing aussiegen. Ja, das war damals auch eine sehr, sehr spannende Frage, die wir zweimal mit Nein beantwortet haben. Wir werden da nicht investieren. Wir haben das Team über ein Netzwerk kennengelernt an exzellenten Wissenschaftlern, die gesagt haben, guckt mal nach Siegen, da passiert was wirklich Großartiges. Dann haben wir da hingeguckt und haben gesehen, ja, da ist wirklich was wirklich Großartiges. Nämlich, was Jan nicht gesagt hat, ist das, jetzt hole ich ein bisschen in der Zeit aus, ein gewisser Dave Wineland 2012 einen Nobelpreis gewonnen hat für die Arbeit an Ionenfallen. Und Christoph Wunderlich aber schon sehr lange gesagt hat, ja, das ist super, was da gemacht wird und wofür der Nobelpreis verteilt wurde, aber das ist nicht so richtig skalierbar. In einem kleinen Maßstab funktioniert das, aber im großen Maßstab brauchen wir diese Mikrowellen. Wir als Investoren kennen uns natürlich nicht so super gut mit Quantenphysik aus, haben also im Netzwerk rumgefragt, ist das denn wirklich so gut? Und die haben gesagt, ja, die sind zwar noch hinter den Superconducting Quantencomputern dahinter, aber die werden aufholen in den nächsten Jahren. Und weil eben diese skalierbare Technologie da war und dann auch irgendwann mal im 10. Gespräch rauskam, der Quantencomputer läuft eigentlich schon, haben wir dann gesagt, gut, wir schauen uns das doch noch tiefer an. Und jetzt kommt aber eine der großen Herausforderungen, die wir auch in anderen Startups aus dem universitären Umfeld sehen, der Cap-Table. Die Struktur dieser Gesellschaft war nicht fundable für ein Venture-Capital-Unternehmen, wie wir am Markt unterwegs sind. Ergo, es brauchte ein bisschen Überzeugungsarbeit, dass da noch ein bisschen geruckelt und geschuckelt wurde, sodass am Ende des Tages ein fundable Project daraus wurde und wir eben investieren konnten. Wir sind super froh, dass wir es getan haben. Wir glauben, dass Elektron durch diesen Ansatz eben sehr, sehr großes Disruptionspotenzial hat und vor allen Dingen im weltweiten Vergleich nur knapp hinter den Führenden hinterher ist. Ja, und wir wollen unseren Beitrag eben leisten, dass das Unternehmen noch weiter wächst. Das klingt vielversprechend. Herr Lindner hat gerade eben gesagt, sein Wunsch ist, die nächsten 7 Jahre beim Eigenkapitaltag dabei zu sein. Herr Leisse, wo wollen Sie denn in 5 Jahren stehen? Also ich würde auf jeden Fall auch die nächsten 7 Jahre kommen. Hierher, das ist gut. Also ich glaube, die nächsten Panels sind schon mal gesichert. Genau. Sehr gut. Also die nächsten 5 Jahre, auf jeden Fall geht es gerade erstmal darum, die Förderprojekte weiterzubringen. Die werden so nach 4, 4,5 Jahren dann auch am Ende sein. Parallel arbeiten wir an unterschiedlichsten Industriepartnerschaften. Es geht natürlich darum, endlich dieses Thema Quantencomputing auch in die Industrie zu bringen und einen wirklich nennenswerten Nutzen dahinter zu stellen. Das bedeutet aber nicht nur, dass die Quantencomputing, die Hardware-Seite und die Software-Seite ready dafür sein muss, sondern dass auch in der Industrie viele Themen angepackt werden müssen. Ja, Datenstrukturen und so weiter. So, wir arbeiten da jetzt mit einzelnen Partnern so an den Grundstrukturen. Wir fassen das unter Enabling zusammen. Und ich würde sagen, nach 3, 4 Jahren sind die wirklich einen großen Schritt weiter, sodass wir die Hardware, die dann steht, zum Beispiel beim DLR oder bei uns in Siegen direkt, dass wir die dann eben, ich würde sagen, innerhalb dieser 5 Jahre nutzen werden und am Ende dieser 5 Jahre wirklich erkennbar an der Spitze in Europa, weltweit zu dem Thema Ionenfallen, Quantencomputing stehen. Also ich gehe nicht davon aus, dass die unterschiedlichen Technologiebausteine, die es momentan weltweit gibt, dass es da nur ein Lead geben wird, sondern ich glaube, es wird mehrere Technologien zu unterschiedlichen Anwendungsfällen geben. Und wir stehen da ganz klar auf der Ionenfallenseite. Ja, und wenn wir DLR hören, dann denken wir sofort an Herrn Jatzombek, denn Luft- und Raumfahrt war sein Thema. Er war Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt von 2018 bis 2021 und Sie haben sich schon viele Notizen gemacht. Das sind nicht die Argumente für eine Investition, die Sie gleich an Leisse zusagen, sondern was haben Sie sich notiert? Für die Investition sitzen hier, glaube ich, mehr Leute im Raum, die dafür geeignet sind, als ich das bin. Aber ich habe in der Tat meine 4 Punkte aufgeschrieben, damit keiner vergessen wird. Also, wir haben damals bei der Raumfahrt geguckt, warum sind eigentlich die Amerikaner mit SpaceX so erfolgreich und warum ist die Ariane so ein Rohrkrepierer? Und dann haben wir relativ schnell herausgefunden, woran das liegt. Die Amerikaner haben eine wettbewerbsorientierte Forschungspolitik gemacht. Die hatten das gleiche Problem wie wir, dass die alten Strukturen zu teuer, zu komplex waren und haben einen Wettbewerb gestartet, aus dem am Ende SpaceX als Gewinner hervorgegangen ist. Und diese Wettbewerbe auf so einer Treppe für verschiedene Meilensteine wurden immer mit Aufträgen, eben nicht mit diesen Fördermitteln, wo Jan zu Recht ja sagt, das hat viele Schwierigkeiten, Eigenkapital, Bürokratie.
So, und dann haben wir damals ein Programm gemacht mit knapp 30 Millionen Aufträge für Launcher vergeben. Und da ist Gewinner ESA Aerospace rausgekommen. Inzwischen sind 11 Millionen Aufträge des Staates, 310 Millionen privates Wagniskapital gegenüber. Und die sind 6 oder 7 Jahre später als Ariane gestartet und werden trotzdem früher fliegen. Und dann haben wir als zweites diese 2 Milliarden aus dem Konjunkturprogramm gehabt für Quantencomputing. Und dann gab es einen ziemlich brutalen Kampf über 6 Monate mit dem Forschungsministerium. Nehmen wir die 2 Milliarden rein für Forschung. Und ich hatte den Eindruck, bei der Grundlagenforschung sind wir ziemlich gut. Aber wir müssen das jetzt mal in Produkte umbauen. Mhm. Und in diesem Kampf über 6 Monate haben wir es geschafft, am Ende im Wirtschaftsministerium ein 600-Millionen-Programm zu machen, mit dem wir gezielt Aufträge an Startups vergeben. Und Electron hat so einen Auftrag vom DLR bekommen, über 7 Millionen Euro. Und wie ich es verstanden habe, beim Early Bird dann auch nochmal 7 Millionen Euro investiert. Es gibt auch andere wie, ich will jetzt nicht eure ganzen Konkurrenten aufzählen, aber es entsteht gerade ein super interessantes Ökosystem von Quantencomputing-Firmen, teilweise mit Aufträgen bis zu 30 Millionen. Und das ist die richtige Strategie, weil wir es jetzt zum ersten Mal schaffen, dass aus einem Deep-Tech-Thema wirklich spannende Teams, spannende Startups an den Start gehen, die was können. Und diese Strategie muss jetzt fortgeführt werden. Das Problem ist, dass an dem Tag des Regierungswechsels die Abrisskante kam. Und weder für KI noch für Fusionsenergie wird diese Strategie jetzt weitergeführt. Und deshalb, Christian Lindner ist ein guter Typ. Und vieles ist auch richtig, was er sagt, bis auf unser Steuerkonzept. Das hat er nicht verstanden. Wir wollen nämlich gar nicht an den Spitzensteuersatz ran, sondern den senken. Aber das Entscheidende ist nur, im Forschungsministerium ist statt Deep Tech jetzt Deep Sleep angesagt. Und da muss man mal irgendwie den Wecker stellen. Und ganz wichtig ist die Frage im Übrigen auch, was hier gerade nochmal aufkam, einmal das Thema Cap Table bei Ausgründung und zum zweiten IP. Ich will jetzt ja nicht lange noch drüber reden. Das muss man vielleicht gesetzlich regeln. Ich glaube, es muss man gesetzlich regeln. Daran scheitern super viele Ausgründungen im Augenblick. Ja, spannend. Da sind wieder ganz viele neue Fragen entstanden. Sie haben Investitionen angesprochen. China will in den nächsten Jahren ungefähr 15 Milliarden Dollar investieren in das Thema Quantencomputing. Europa 7 Milliarden Dollar. Und wenn wir in die USA schauen, reden wir über 1,9 Milliarden Dollar. Die Frage ist, wo und wie steht Deutschland da? Nicht, dass der Zug wieder abfährt. Wir haben es beispielsweise bei Solaranlagen, bei ganz vielen Dingen gesehen, wo wir einfach vieles aus der Hand gegeben haben und jetzt dastehen und sagen, hätten wir mal. Transrapid, also 1000 Dinge, die man irgendwie aufführen könnte, wo wir vielleicht als Deutschland auch einen Fehler gemacht haben. Haben wir eine Chance? Ich kann direkt nochmal an Herrn Jatzombek übergeben. Haben wir eine Chance und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Also neben diesem Thema Wettbewerb und Ausgründung, Wettbewerb und Aufträge als Ausgründungsstrategie, zweites Thema IP, drittes Thema Cap Table, ist, glaube ich, das vierte große Thema, wie mache ich große Finanzierungsrunden. Und da hatte Christian Lindner absolut recht und das kann auch nicht der Staat machen. Das muss privat organisiert werden. Warum habe ich nach 10 Jahren bei meiner Immobilie einen Erlös steuerfrei? Wenn ich aber in Startup investiere, bin ich nicht steuerfrei. Das kann auch nicht richtig sein. Und da müssen wir ran. Es gibt andere Länder, die bauen Staatsfonds in Norwegen mit großem Erfolg, in Singapur, UK beginnt jetzt damit. Auch da müssen wir ran. Dieser ETCI, der da vorhin auch von Christian Lindner benannt wurde, 2 Milliarden für große Fonds, da ist die Eintrittsschwelle 1 Milliarde Fondsvolumen. Ich weiß nicht, wie viele hier in diesem Raum Fonds mit 1 Milliarde Volumen administrieren. Also mir fällt da noch Klaus Hommels ein und dann kommt da nicht mehr so viel. Das darf nicht am Ende ein französisches Fondsunterstützungsprogramm werden. Wir müssen ernsthaft damit klarkommen, dass wir private Gelder anreizen, um am Ende in so einer Firma wie Electron oder vielen anderen dieser Quanten-Startups dann auch den nächsten Schritt zu gehen und die 50 oder 100 Millionen, was ihr braucht, oder jetzt Gelder, um die erste Fabrik zu bauen, dass das aus dem privaten Markt kommt. Mit steuerlichen Anreizen, vielleicht mit Staatsfondsunterstützung, was auch immer. Aber da haben wir im Augenblick eine Lücke und 20 Jahre tolle Grundlagenforschung plus 5 Jahre Aufbauphase mit unserem 600-Millionen-Programm wandern sonst komplett von der Wertschöpfung nach Amerika ab. Und dafür brauchen wir jetzt mal eine Lösung. Und die ist momentan nicht auf dem Tisch. Und daran, finde ich, müssen wir jetzt arbeiten. Das ist auch mein Ziel, damit wir, wenn wir wieder in die Regierung kommen, in 2,5 Jahren und dann Friedrich Merz hier als der neue Kanzler steht, dass wir dann auch sagen können, so, hier liefern wir. Ja, Sie haben ein ganz wichtiges Thema nochmal angesprochen, Ausgründen. Frau Hölzner, Sie kommen nochmal zum Zuge. Denn Kommerzialisierung von Forschung und Thema Ausgründen, wo stehen wir denn als Deutschland im internationalen Vergleich da aktuell?
In Deutschland ist unheimlich viel getan worden, auch insbesondere durch die Bundesförderung in den letzten 15, 20 Jahren, das muss man sagen. Also Ausgründungsförderung, das gehört zur sogenannten Third Mission einer Hochschule. Neben Forschung und Lehre ist das der Transfer. Und bei Transfer, da geht es einerseits auch um Publikation und dann ist da Gründen, Ausgründen sozusagen auch nochmal ein Unterbereich. Und der war lange sehr, sehr, unterbelichtet, muss man sagen, insbesondere auch was die Stellen angeht. Da haben wir jetzt fast 20 Jahre Exist-Förderung gehabt. Das ist, kann man fast sagen, Fluch und Segen gleichzeitig gewesen. Segen deswegen, weil überhaupt das Thema Gründung an die Hochschulen gekommen ist, weil Gründungskulturen entstanden sind, Sichtbarkeit, Vorbilder, all das, über das wir so häufig sprechen. Das Problem dabei ist, Drittmittel sind immer eben nur zeitlich befristet. Das heißt, zum einen das Personal, was dort angestellt werden kann, kommt mit einem Zeitstempel, kommt mit einem Ablaufdatum. Das macht was damit, wen man für diese Stellen gewinnen kann. Es gibt eine sehr hohe Fluktuation. Das bedeutet, die Expertise, von der ich gerade schon gesprochen habe, kann sich über lange Zeit gar nicht aufbauen. Und dann zieht jetzt das Exist-Programm zu Recht, muss man sagen, aus Perspektive der Bundesregierung, diese Drittmittel wieder ab. Sie sagt, wir möchten die Aufgabe in die Verantwortung der Länder und damit wieder in die Verantwortung der Hochschulen zurückgeben. Es gab auch in den meisten Anträgen der Hochschulen sogenannte Verwertungsstrategien, die dann Versprechen gemacht haben, wie die Stellen irgendwie weiter fortgeführt werden. Und es ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass das nicht immer dann so funktioniert und in der Praxis umgesetzt wird. Das heißt, was da jetzt gerade passiert ist, da bricht ganz viel Unterstützungspotenzial wieder weg. Und ich glaube, darauf können wir auf zweierlei Art reagieren. Wir können das jetzt einfach so hinnehmen und vielleicht ein bisschen drüber jammern oder wir können überlegen, was ist vielleicht auch die Chance dieser Situation. Und ich habe es in meinem Impuls gerade schon kurz gesagt. Ich glaube, dass wir einerseits hochschulübergreifende Kooperationen brauchen, gerade eben in diesen Spezialisierungsbereichen. Da ist es gar nicht notwendig, dass jede eigene Hochschule einen Quantencomputing-Experten in der Beratung hat. Aber wenn die eine Person Expertin oder Experte wäre, das wäre schon toll, wenn die dann sozusagen für mehrere Hochschulen gleichzeitig aktiv ist. Das heißt, da mehr zusammenzuarbeiten, den Wettbewerb auf dieser Ebene zwischen den Hochschulen auch ein bisschen zu entzerren, das ist sicherlich die eine Sache und dann auch Professionalisierung, gerade was den Bereich Begleitung des Beteiligungsprozesses angeht. Ich habe das extra für heute nochmal nachgeschlagen. Also zum Teil nehmen die Hochschulen bis zu 30% Eigenkapital bei der Ausgründung. Das ist 50. Das ist eine unheimliche Hypothek, die man den Gründerinnen und Gründern dort mitgibt und das wird viele von vornherein davon abhalten zu gründen. Das heißt, es ist viel passiert, um da ein Fazit runterzuziehen, super viel passiert, es ist aber auch noch super viel zu tun. Der Umbruch von Low-Tech hin zu Deep-Tech ist eine komplett andere Welt, auf die wir uns jetzt einstellen müssen und genau, ich bin gespannt, wie uns das gelingen wird, aber ich bin auch hoffnungsvoll. Ja, dann schauen wir mal, ob auch hoffnungsvoll Herr de Bourremont ist und das Ganze auch aus seiner Sicht so bestätigen kann. Welches Potenzial nutzen wir, beziehungsweise welches Potenzial kann Deutschland noch ausschöpfen, wenn es um Startups geht, wenn es um dieses ganze Konstrukt geht, auch dem Ausgründen? Also ich glaube, dass das Potenzial sehr, sehr groß ist in Deutschland und in Europa, gerade was die Grundlagen angeht, haben wir schon gehört. Nur direkt danach wird es halt ein bisschen problematisch. Klar, Wachstumskapital fehlt auch, aber wenn man ein bisschen früher anfängt, gerade wurde die Transferzeiten angesprochen, wenn ein wissenschaftlicher Mitarbeiter eine Idee hat, einen Antrag stellt auf Transfer dieses Projektes in die Wissenschaft und die Bewilligung dauert 1 bis 1,5 Jahre, bei den Zyklen, die heutzutage in der Entwicklung anliegen, ist das halt sehr, sehr lange und eigentlich braucht man dann gefühlt nicht mehr anfangen, weil die Technologie sich schon teilweise überholt hat. Mhm. Ein weiterer Punkt ist, den wir immer häufig sehen, ist, dass bei Professoren, Professorinnen, die fachlich sehr stark sind, das Know-how über die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten, also wie kann ich überhaupt ein Unternehmen aus der Universität rausbringen und was für Rahmenbedingungen muss ich denn einhalten, nur bedingt vorhanden ist. Klar, Professoren für Entrepreneurship haben dann ein besseres Basiswissen, aber vielleicht ist da auch nochmal ein Ansatz, das ist sehr low-hanging fruit, die Ausbilder ein wenig auszubilden, welche Optionen es denn gibt, die Technologien aus den Universitäten rauszuholen. Das heißt, das kann man gleich mit als Hausaufgabe nehmen, an Herrn Leise vielleicht nach Siegen mitnehmen, oder? Oder vielleicht auch Sie, Frau Hölzner?
Wie finden Sie den Vorschlag, dass man einfach auch da noch mehr schult im Bereich Finanzen, wenn man eigentlich aus der Forschung kommt? Ich finde den Vorschlag super. Die Herausforderung ist jetzt, um mal für meine Hochschule zu sprechen, wir sind 15.000 Studierende und es gibt original eine Professorin für Entrepreneurship an der Hochschule. Also ich glaube, dass wir da auch insbesondere noch Nachholbedarf haben. Ich bin zudem, und das ist nicht besonders für meine Professur, sondern das ist eigentlich der Standard in Deutschland, ich bin dem Fachbereich Wirtschaft zugeordnet. Da habe ich meiner Meinung nach eigentlich gar nichts zu suchen, ne? Weil diejenigen, die Wirtschaft studieren, die sollten eigentlich so mit Finanzierungsformen und so weiter und so fort vielleicht doch ein bisschen schon auch Basiswissen haben, sondern eigentlich geht es darum, Entrepreneurship und Entrepreneurship Education wirklich als Querschnittsfach zu verstehen, über das Unterrichten dieser Kurse auch unterschiedliche Studiengänge zusammenzubringen. Darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Hochschulen sind immer noch krass in Silos organisiert. Die Informatik mit den Ingenieuren, mit den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten, die haben kaum Bezug zueinander. Und da könnte dieses Fach tatsächlich, wenn es eben in interdisziplinären Kursen unterrichtet würde, auch einen Beitrag zur Vernetzung der Fächer liefern. Aber das ist eben ein unheimlich dickes Brett. Also wir sind da dran, ich bin da dran. An unserer Hochschule ist das momentan außercurricular. Dann findet es wenigstens statt. Aber für Studierende, die Bachelor und Master studieren, also für die es wichtig ist, auch in der Zeit zu bleiben, also die auch unter einem hohen Zeitdruck stehen, die schauen schon sehr genau darauf, was sie neben dem Studium ansonsten noch machen können. Also außercurricular ist okay, aber ist nicht die Lösung. Wir müssen das eigentlich in die Curriculum bringen. Und da wäre es natürlich auch vorteilhaft, wenn auch aus der Politik da Signale kommen, dass das nicht nur gewünscht ist, sondern tatsächlich auch eine Aufgabe der Hochschulen. Und da möchte Herr Leisse sofort was zu sagen. Ja genau, auf jeden Fall. Also ich möchte nur mal sagen, Deep Tech Startup gründen ist für mich echt nochmal ein anderes Thema. Ich finde, das Gründungsökosystem Südwestfalen, Siegen und so, das funktioniert alles prima. Wenn es dann zu Deep Tech kommt, ist das echt eine Hausnummer. Ja? Dass ein Professor überhaupt auf den Gedanken kommt zu gründen. Mensch, was muss denn passieren? Das ist schon total verrückt, erstens. Und dann gibt es keinerlei Standard dafür. Das ganze Thema IP, da spricht man mit Mitarbeitern von der Uni, die das Thema gar nicht aus Sicht eines Startups begreifen könnten, dann auch noch Deep Tech. Und dann auch noch parallel nach Investoren zu suchen, die genau so ein Thema Deep Tech auch verkraften. Also gibt es viele, die das einfach auch gar nicht wollen, viel Materialeinsatz, lange Laufzeiten und so weiter. Und das, glaube ich, muss man einfach verständlich machen. Und es muss irgendwie so die Karotte geben. Ja, und ich glaube, die Karotte ist, dass wir jeden Tag darüber sprechen, dass es irgendwie cool ist, schön ist, wunderbar ist, so ein Deep Tech Startup zu gründen, weil mir selbst auszumalen, wenn das Thema Quantencomputing an Deutschland, an Europa vorbeigeht, also das sind die größten Albträume, die ich habe. Herr Jatzombeck, sind das auch Ihre größten Albträume? Also das sehe ich eher unternehmerisch. Das müssen wir genau so umsetzen. Also das Thema IP ist wirklich Schmerzpunkt Nummer eins, ist mein Gefühl. Ich habe gerade das Gespräch mit einem Ausgründer von Fraunhofer, der ein Jahr lang darum hantieren musste, bis er am Ende überhaupt eine Lösung gefunden hat. Und das muss und das kann man standardisieren. Und auch diese Höhe der Anteile, ja, bei dieser Fraunhofer Stiftung, allen Ernstes wurden da Firmen ausgegründet, wo Fraunhofer 50% Anteil hält. Ist doch kein Wunder, dass da keiner investiert hat. Ich bin total verständnislos dafür, dass Leute in so einem Aufsichtsrat auch sitzen, die das alles durchgewunken haben. Also jeder, der ein bisschen Ahnung hat, der muss doch gesehen haben, dass das am Ende nur im Fiasko münden kann. Und diese ganzen Themen, wie kriegen wir mehr Gründerkultur in die Hochschulen? Wir haben gesehen in unserem Grundsatzprogrammprozess TU München, die haben halt neben dem Thema Lehre und dem Thema Forschung als dritte Mission eben gleichberechtigt Entrepreneurship gesetzt. Und ich hatte gestern schon mal mit Frau Professor Hölzner gesprochen über die Frage, wie sie ihr Stundendeputat aufteilen kann, und da alleine nur in dem Silo der Ökonomen zu sein, ist gut, aber nicht ausreichend. Und deshalb schreibe ich mir sowas natürlich jetzt hier auch auf, weil wir dazu jetzt auch nochmal ein Programm machen und genau solche Punkte, dass man Entrepreneurship über den einzelnen Fakultäten aufsetzt, dass man das auch gerade in den naturwissenschaftlichen Fächern zu einem Bestandteil dessen macht, und da müssen wir dann gucken, wie wir sowas gesetzgeberisch mal verankern, wie wir Leute überzeugen, man kann das auch nicht nur von oben herunter administrieren, damit wir genau das hinbekommen, wo hier die Lücken sind. Und als Ergänzung zu diesem, sage ich nochmal, exzellenten Grundlagenforschungssystem. Großartig. Ich finde es klasse, wenn man gleich seine Hausaufgaben mitnimmt.
Herr de Bonremont, ich habe Sie mehr oder weniger abgewürgt. Das heißt, Sie haben noch mal die Möglichkeit, Ihre Ausführung, bevor ich zu Frau Professor Hölzner gegangen bin, noch mal vielleicht zu Ende zu führen. So viel Raum möchte ich Ihnen sehr, sehr gerne geben. Und dann die Frage, wie risikobereit sind wir in Deutschland für Investments, gerade wenn es um Ausgründen geht und Hochtechnologie-Themen. Sie sind Investor. Wie ist da so Ihre Sichtweise? Wie würden Sie es einschätzen? Wie hoch ist die Risikobereitschaft? Also ich glaube, die Risikobereitschaft einzelner Investoren ist ausreichend hoch. Klar muss man auch ein paar Gesichtspunkte immer wieder berücksichtigen. Wo steht gerade ein Fonds? Wenn ich irgendwie im fünften Jahr in der Investment Period bin, kann ich jetzt nicht irgendwie noch so ein Moonshot-Thema, was vielleicht 10 Jahre braucht, in den Fonds reinholen. Aber gerade in den letzten 2, 3, 4 Jahren sind auch noch mehr Fonds in diese Richtung gegangen. Also wir sind da nicht alleine unterwegs. Die Forschung macht eine sehr gute Grundlagenarbeit und ich glaube, also es hört sich immer alles sehr negativ an, aber wir haben eine super Basis, auf der wir jetzt aufbauen können, wenn wir jetzt noch ein paar Leute mehr mitnehmen können, den Transfer zu schaffen, können wir auch neue globale Industrieplayer schaffen, die dann auch eine große Bedeutung für die deutsche bzw. die europäische Wirtschaft haben und ich sehe da eigentlich sehr positiv in die Zukunft. Sehr gut. Sehen Sie das alle so oder sehen Sie auch Gefahren? Freie Fahrt. Wer möchte als erstes antworten, Herr Leisse? Sie denken noch nach? Ja, also Gefahren, ich glaube, ich unterstütze das, was du sagst. Ich glaube, es muss hinterher eine Mischung sein aus öffentlicher Struktur, öffentlichen Möglichkeiten. Wir bekommen momentan sehr viele internationale Calls, so hier gibt es einen super günstigen Produktionsstandort, die Facility steht schon, Steuervergünstigung und so weiter. Das habe ich jetzt mit einer 0049 Vorwahl noch nicht bekommen. Ja, und ich glaube, es wird eine Kombination aus unterschiedlichen Themen sein. Das ist in der Tat die Gefahr, die wir haben. Ich sehe das auch in einem anderen Bereich. Bei Kernfusion stellt sich die Frage exakt genauso jetzt auch, wie sie bei euch sich stellt. Deshalb die größte Gefahr ist, dass man jetzt nicht weitergeht und dass man Chancen verpasst. Und wir haben ja übrigens auch noch diesen 10 Milliarden Zukunftsfonds aufgebaut in der letzten Periode im Wirtschaftsministerium. Den habe ich da auch durchgekämpft, plus eben die KfW Capital, die wir gegründet haben, eine ganze Reihe weitere Instrumente, HTGF, ich sehe den Alex Frankenberg hier, vierter Fonds. Also eine ganze Reihe von Produkten, die jetzt auch in der Markt helfen, aber wir müssen weitergehen. Wir dürfen nicht stehen bleiben und ich habe das Gefühl, sowohl im Wirtschaftsministerium wie im Forschungsministerium, die stehen im Augenblick. Die verwalten jetzt das weiter, was wir da aufgebaut haben in der letzten Periode und hier wünsche ich mir mehr Entrepreneur Spirit in den beiden Häusern. Ja, dann lassen Sie uns doch mal in die Zukunft schauen, Innovationskraft stärken und technologische Souveränität sichern, ist ja die Überschrift auch von unserem Panel. Wie wollen Sie das die nächsten Monate und Jahre angehen in Ihrer Position mit Ihren Möglichkeiten? Frau Professor Hölzner, Sie dürfen zuerst eine Antwort darauf bieten. Also ich glaube, meine größte Mission ist schon so ein bisschen durchgeklungen. Mein Ziel ist es, das Fach erstmal in die Breite zu tragen. Ich beginne in meinem unmittelbaren Einzugskreis, da wo ich wirklich etwas verändern kann, an meiner Hochschule. Und eine weitere Mission, die mich auch ganz besonders bewegt und umtreibt, ist auch nochmal das Thema Female Founder. Also ich glaube auch gerade im Bereich Deep Tech unter den Wissenschaftlerinnen, da haben wir auch ein riesengroßes, ungehobenes Potenzial. Und wenn wir das schaffen zu aktivieren, auch dann sind wir besser aufgestellt, als wir es momentan sind. Ich glaube, dass wir das können. Die Frage ist, sind wir schnell genug? Herr Jatzombek, Sie haben sich schon so viele Notizen gemacht. Wie gehen Sie das an? Das hatte ich auch vorher auf dem Plan. Ich glaube, wir brauchen, also das Forschungsministerium will ja seit 2 Jahren so eine Transferagentur DATI gründen, um Fachhochschulen mit regionaler Wirtschaft zu verbinden. Ich sehe das jetzt ehrlich gesagt weder als Defizit noch als Bundesaufgabe, noch gibt es bis heute ein Konzept. Wir brauchen so ein Ausgründungsgesetz, wo wir mal ein paar Parameter definieren. Wir brauchen ein Set von IP-Lösungen, nicht one size fits all, aber ein Set von IP-Lösungen, die dann alle übernehmen können, an den Unis wie an den AUFs. So, und wir müssen das Problem lösen mit den Wachstumsfinanzierungen. Wie gesagt, ob man da über steuerliche Modelle geht, dass man zum Beispiel Wachstumsfinanzierung gleichstellt mit Immobilien oder indem man über so ein Modell Staatsfonds geht, das diskutieren wir gerade. Auch Friedrich Merz ist an den Themen wirklich sehr interessiert und hat da auch jemanden, der einem zuhört. Und der auch bereit ist, dafür auch ins Risiko zu gehen. Und so wie ich sehe, haben wir noch 2 Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl, 2,5 und dann wollen wir liefern. Super. Herr Leisten, Sie wollen auch liefern. Ja, ich würde sagen, das Thema Quantencomputing wirklich als so mal Deep Tech Transfer von der Uni in die wirkliche Welt, das wirklich mal erfolgreich zu gestalten.
Ich glaube, das große Potenzial in der Industrie muss noch mehr untersteuert werden durch Fachkräfteaufbau. Ich glaube, das ist noch nicht genug, und ich glaube, es ist der nächste Engpass, nachdem die Maschinen wirklich laufen. Super. Was machen Sie, Herr de Bonremont? Ich hab zwei Punkte. Vielleicht nach vorne gewandt neue Studiengänge auch schaffen. Wenn wir jetzt nochmal im Bereich Quantencomputing bleiben. Frankreich schafft bis 2030 10.000 Quanteninformatiker auszubilden. Wir haben noch nicht angefangen so richtig. Die ersten Studiengänge sind gerade in der Planung, aber wir sind da ein bisschen hinten an. Vielleicht in den Punkten, die gerade schon genannt wurden, versuchen wir an Beispielen zu arbeiten. Da gibt es schon gute Beispiele. Am Anfang wurde hier Celonis genannt, Will van der Aalst, weil an der RWTH in Aachen unterwegs, hat auf dieser jahrelangen Forschung eben Celonis dann mit ausgegründet. Das kennt aber fast keiner von den Wissenschaftlern, die an diesen technischen Hochschulen unterwegs sind. Also ich würde einfach mal eine Wette eingehen. Wir fahren jetzt nach Aachen, gehen bei einem technischen Institut in irgendein Büro rein und fragen, wer ist Celonis? Da kommen nur Fragezeichen. Also wir müssen auch darüber sprechen, über diese Beispiele, damit die Leute dem auch nacheifern können. Und so schaffen wir dann eben Multiplikationseffekte, die uns auf jeden Fall helfen. Und ich glaube, in der Phase, wo wir jetzt gerade sind, also in Berlin hat man ja jetzt wieder gehört, dass relativ viele Angestellte freigestellt wurden in Top-Unternehmen. Aber das ist wieder der Nährboden für die nächste Generation an Startups. Ja, das ist ja im Prinzip, wie das Silicon Valley auch groß geworden ist. Die großen Tech-Unternehmen haben zweite, dritte Reihe Leute gehen lassen. Die wiederum haben gegründet, und dadurch ist dieses Netzwerk entstanden. Ich glaube, dass wir da in 2-3 Jahren auf jeden Fall relativ viel sehen werden. Klasse. Wir schauen positiv in die Zukunft. Ich sage vielen, vielen Dank. Ein Riesenapplaus für alle vier. Dankeschön.